Der Postenschacher ist die Erbsünde der heimischen Politik. Wie eh und je werden lukrative Jobs in Verwaltung, Justiz und öffentlicher Wirtschaft an Parteigünstlinge vergeben. Nicht Leistung zählt, sondern Gesinnung. Je mehr Freunde man an der Spitze des Landes hat, desto besser. Kriegst eh alles, was du willst. Oder wir haben es geschafft, der Bürgermeister schuldet dir was, war in Chats zu lesen. Das Gegengift des Postenschachers ist Transparenz. Einmal an der Macht will keine Partei davon mehr etwas wissen. Zuletzt im Fokus ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Sie sollen in früheren Funktionen für Parteigünstlinge interveniert haben. Nun stellt sich die Frage, was hilft gegen den Postenschacher? Öffentliche Hearings, Transparenz oder Strafen? Dazu im Studio jetzt Profiljournalist Gernot Bauer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr beide da seid. Gernot, ich starte gleich mit dir. Warum ist Postenschacher eine Erbsünde? Weil sie von Anbeginn der Zweiten Republik das politische System in unserem Land dominiert hat. Am Anfang war das vielleicht sogar vernünftig. Nach dem Krieg galt es, das Land wieder aufzubauen. Es gab diese großen Machtblöcke, SPÖ und ÖVP, die mochten auch einander. Und es gab auch gar nicht so viel Personal. Also hat es durchaus einen Sinn, dass SPÖ und ÖVP ihre Leute, denen sie vertrauten, in die Jobs schickten. Nur es hat nie aufgehört. Mhm. Es hat nie aufgehört. Die Parteien blieben so stark. Und es kam zu dem Zeitpunkt, dass nur noch Leute aus SPÖ und ÖVP Chancen hatten, Posten zu bekommen. Die große Zäsur, man muss es sagen, egal was er sonst getan hat, war Jörg Haider, der natürlich dieses System einmal aufgebrochen hat und politisch davon profitiert hat und auch andere politische Bewegungen veranlassten hier sicher Änderungen. Aber auch heute noch, also wie alt die Republik ist, wissen wir alle, im Jahr 2022 ist dieser Postenschacher still alive. In welchen Facetten geht ihr darauf ein im neuen Profil und welchen Ansatz verfolgt ihr da genau, Christian? Wo schaut ihr da hin? So differenziert, wie Gernot Bauer das gerade dargestellt hat, weil so schnell mal zu sagen, dass Postenvergaben, die politisch motiviert sind, nicht möglich sein sollen, ist natürlich Unsinn. Genau das hat der Gernot gerade gesagt. Man muss wirklich differenzieren. Selbstverständlich ist es A so, dass die Regierung zum Beispiel als Eigentumsvertreter der Republik Vertrauensleute in bestimmte Positionen, zum Beispiel auch in den Aufsichtsrat der ÖBAG, der Staatsholding, senden soll. Da muss ja Zusammenarbeit funktionieren. Das ist eine repräsentative Demokratie. Und indirekt sind auch diese Aufsichtsräte dann bestellt von der Regierung. Natürlich repräsentieren das Volk. Aber es gibt sehr viele Gründe und Anlässe, wo das eben nicht so sein soll und darf, wo es willkürlich passiert, wo es entgegen Ausschreibungsrichtlinien, gegen das Aktiengesetz passiert bei der ÖBAG. Und das ist ja das Spannende jetzt in diesen Zeiten, du hast die FPÖ erwähnt, ich erwähne jetzt die Grünen. Man hat doch wirklich gut gesehen, dass die Grünen jetzt ihre Unschuld endgültig verloren haben mit dem Sideletter zum ORF und mit dem Sideletter zum Koalitionsübereinkommen. Selbstverständlich agieren die Grünen ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich, etwas vorsichtiger, weil sie nicht die Hybris der Macht in dieser Art und Weise haben. Und ich glaube, man muss sich nur anschauen, was Leonore Gewessler, die wir im aktuellen Heft Print und E-Paper auf der Titelseite haben, was sie in ihrem riesigen Ministerium macht. Selbstverständlich hat sie Aufsichtsräte, aber auch Vorstände ausgetauscht und austauschen lassen. Mhm. Da musste vor allem ÖVP raus und wurde also jetzt durch Grüne, wo es geht, aber auch durch Rote. Im Profil ist ja das Handy von Thomas Schmidt auch sogar der Mensch des Jahres geworden im letzten Jahr. Durch Thomas Schmidt ist das alles wieder so richtig an die Oberfläche gebrochen. Aber was sind denn so die brandaktuellen Fälle, die uns beschäftigen, Gernot? Die brandaktuellen Fälle sind sicher jene, die auch Profil vor 2 Wochen aufgedeckt hat. Nämlich da geht es um diesen berühmten Sideletter, die Nebenabsprache zwischen der Volkspartei und den Grünen zum aktuellen Koalitionsabkommen. Es war eine clandestine Vereinbarung, in dem wirklich die Top-Jobs dieses Landes schon aufgeteilt werden. Christian hat erwähnt, den ORF. Also was haben die Grünen und die ÖVP damit zu tun, wer im ORF sitzt? Da gibt es eigene Gremien. Das zweite ist der Verfassungsgerichtshof. Das dritte ist die Finanzmarktaufsicht. Alle Jobs, die wir in der EU-Kommission und bei den EU-Gerichten haben, werden aufgeteilt. In den Aufsichtsräten, der Infrastrukturbeteiligungen. Also die Grünen haben diese Erbsünde auch verfallen. Vizekanzler Kogler hat sich bereits dafür entschuldigt. Nur ist ihre Argumentation ein bisschen unglaubwürdig. Sie sagen, naja, um von der ÖVP nicht über den Tisch gezogen zu werden, muss man dieses Spiel mitspielen, weil sonst sind alle Jobs schwarz oder türkis. Es geht ja darum, dass auch das Argument, derjenige, der das jetzt bekommen hat,
ist eh fähig. Das zählt, glaube ich, nicht. Das zieht nicht in dieser Situation. Weil warum sollte sich dann jemand anderer, der gleich gut ist, überhaupt noch bewerben, wenn er weiß, na gut, ich muss schon so viel besser sein, dass ich den Job gebe und selbst dann bekomme ich diesen Job nicht. Also es ist in einerseits diese Side Letters und andererseits Chats, die bekannt wurden aus dem Bundesministerium für Inneres von früher, wo man sieht, dass das Kabinett des Ministers, des jeweiligen, das war mehr ein Personalbüro, also wie vom kleinen Bezirksinspektor bis hinauf zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit wurden die Jobs hier vergeben und es wurde dafür interveniert. Wie korrupt ist denn Postenschach oder ist das Korruption? Das ist die Frage, wie man Korruption definiert. Das ist ein sehr weites Feld. Auch die Frage, was Postenschacher als solches ist, ist ein weites Feld. Aber jedenfalls unterminiert es den Glauben der Bevölkerung an demokratische Verhältnisse und ist deshalb gefährlich. In manchen Fällen ist es kriminell oder kann kriminell sein und wird auch untersucht, etwa dort, wo es um die Frage der Postenbesetzungen geht. Vorstandsbesetzungen da übergeht, bei den Aufsichtsräten nicht so. Das betrifft einen anderen Sideletter, der auch aufgetaucht ist, nämlich zwischen Türkis und Blau. Da wurde offensichtlich ausgemacht, wer Vorstände bei Staatsbeteiligung, und das widerspricht dem Aktiengesetz. Das ist möglicherweise kein Delikt nach dem Strafgesetzbuch. Und dann gibt es Bereiche, wo es einfach wieder gern und sagt, unfair ist und schlicht Leute betrifft, die etwas nicht werden oder sich gar nicht mehr bewerben. Aber Gernot hat sie ohnehin, hat zwei Bereiche genannt, wo das Ganze wirklich die Demokratie unterminiert. Das eine ist die sogenannte vierte Säule oder vierte Macht im Staat, nämlich die Möglichkeit, unabhängigen Journalismus zu produzieren. Der ORF, wenn dort eine Regierung oder sonst irgendjemand eingreift und durch Postenbesetzung direkt und indirekt Einfluss nimmt, dann geht das direkt gegen die Bundesverfassung, direkt gegen die Demokratie. Und das Zweite hat er gerne auch genannt, nämlich den ganzen Bereich Justizverwaltung. Wenn dort Besetzungen von Bezirksgerichten oder im Justizministerium parteipolitisch motiviert sind, dann betrifft das die Justiz, also einen Teil der Gewaltenteilung, und dort wird es vielleicht nicht kriminell, aber wirklich ungustiös und widerspricht allem, wofür westliche Demokratien stehen und stehen sollten. Vielleicht stehen hier sogar auch an einer Zäsur. Wir haben es in dem Beitrag vorab gesehen. Da war der Fall des August Wöginger, des heutigen Clubobmanns, der sich eingesetzt hat für einen Parteifreund im Innviertel. Das war bisher, wenn das bekannt wird, war das ein politisches Delikt. Vielleicht hat sich der Rechnungshof beschwert und die Öffentlichkeit hat sich beschwert und es hat vielleicht seiner Reputation geschadet, des heutigen Clubobmanns. Aber hier ermittelt jetzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Also damit sind wir mitten im Strafrecht. Und offenbar sind die Behörden jetzt der Meinung, die Staatsanwaltschaftlichen, dass das schon auch eine strafrechtliche Komponente hat, im Sinn vom Amtsmissbrauch oder Anstiftung von Amtsmissbrauch. Also es kann schon sein, dass wir da hier eine Zeitenwende erleben, dass das nicht mehr nur ein Kavaliersdelikt ist, ein stärkeres oder ein schwächeres, sondern wirklich ein krimineller Akt. Das wäre wahrscheinlich für die Hygiene im Land gut. Der ehemalige Rechnungshofpräsident Franz Fiedler sagt ganz pauschal, Postenschacher ist Korruption. Jetzt stellt sich eben die Frage, wie kann man dem entgegenwirken? Ja, wir haben es eingangs ja auch gefragt, öffentliche Hearings, Transparenz oder Strafen, wo würdet ihr da den Weg sehen? Also jedenfalls ist der Journalismus und eine Titelgeschichte wie diese, die Gernot Bauer und Team hier produzieren, schon mal wichtig. Es ist ja nicht so, dass die Bevölkerung davon in ihrer Breite nicht profitiert hätte. Die Wahrheit ist, wir haben das in der Redaktionssitzung auch öfters besprochen, ich glaube, Gernot, du hattest es auch angesprochen, in unserem unmittelbaren Umfeld, in unserer Jugend, Kindheit, gab es hier viele Bereiche, wo man auch davon profitiert hat. Es war der Normalfall, dass ein Lehrer je nach Parteibuch einen Job bekam, erst recht ein Schuldirektor. Und das ist ja nicht immer gegen das gegangen, was die eigene Familie erlebt hat. Das heißt, man hat davon profitiert. Es geht in andere Bereiche rein, wo es nicht um Postenschacher geht, aber durchaus vergleichbare Delikte im philosophischen Sinn. Also Wohnungen. Wer bekommt eine Wohnung? In Wien schadet es nicht, der SPÖ nahezustehen und in vielen Bundesländern der ÖVP. Also es geht schon auch darum, um dieses Bewusstsein machen bei unseren Leserinnen, Zuseherinnen, dass das ein Normalfall für viele war und nicht nur für die da oben. Aber auf offiziellem Weg, öffentliche Hearings, Transparenz oder Strafen? Alles drei, würde ich sagen. Vielleicht machen wir es an einem Fallbeispiel. Es steht jetzt ein sehr hoher Job zur Vergabe an, nämlich der neue Generalstabschef des österreichischen Bundesheeres. Der bisherige Robert Brieger verabschiedet sich. Und wir brauchen jetzt einen neuen obersten Offizier im Bundesheer und im Verteidigungsministerium.
Das wird irgendwann, also wird es eine Ausschreibung geben, dann wird es eine Hearings geben und irgendwelche internen Kommissionen. Und irgendwann wird uns die Frau Minister den neuen Generalstabschef präsentieren. Wünschenswert wäre, dass die Ausschreibung einmal überall erfolgt. Ne? Das ist nicht nur irgendwo in der Wiener Zeitung, sondern dass das viel aktiver auf der Website, Homepage des BMLV, vielleicht des Bundeskanzleramtes, überall erfolgt. Dann sollte man von Anfang wissen, wer ist denn diese Kommission, die das auswählt. Wir müssen genau wissen, sind das nur Personalvertreter, sind das nur Mitglieder des Verteidigungsministeriums, also absolute Transparenz da, dann idealerweise gäbe es sogar wirklich öffentliche Hearings. Also das ist nicht so, dass dann hin zum Kunst hingehen kann, aber vielleicht im Verteidigungsministerium, dass die Kandidaten sich nicht nur der kleinen Kommission präsentieren müssen, sondern da dürfen schon ausgewählte 100 Menschen zuhören. Mhm. Also all diesen Transparenz und ein bisschen Druck da zu entwickeln und da überall Scheinwerferlicht hinzubringen, ist notwendig und ist bei solchen Jobs auch gerechtfertigt. Also wer für so etwas kandidiert, der muss sich das auch gefallen lassen, dass die Öffentlichkeit da zuschaut. Sicherlich auch in der Nationalbank. Ich meine, die Nationalbank, da gab es immer einen Generaldirektor und einen Gouverneur, hat ein bisschen die Funktionen gewechselt. Eine war immer schwarz, andere rot. Da es eine türkis-blaue Regierung gab, ist es jetzt so, dass da einer der FPÖ-nahen Personen an oberster Stelle sitzt, steht. Verrückt, Nationalbank, ganz wirklich entscheidende Geschichte für die österreichische und europäische Volkswirtschaft. Flughafen Wien, schwarz-rot, weil Eigentümer Bundesland Niederösterreich und Wien. Darauf muss man die Scheinwerfer richten, das tun wir auch in der Sendung heute. Und im aktuellen Profil. Danke euch beiden, schauen Sie rein ins neue Profil, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.